Hallo, mein lieber Steinbock, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Steinbock. Lieber Steinbock, ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr hattet schöne Ostern. Heute schauen wir uns die Karten an für den Monat April. Wir schauen uns dein Hauptthema an. Dein Hindernis, das heißt, was für ein Hindernis wirst du im April so ein bisschen fühlen, was gilt es aufzulösen, weil dieses Hindernis hindert dich so ein bisschen daran, deine Ziele zu erreichen. Wir schauen uns auch deinen Rat an, wie auch dein Schattenthema, das heißt, was liegt im Schatten, was solltest du wissen, siehst du aber nicht. Lieber Steinbock, diese Legung ist wirklich für alle, die diese Steinbock-Energie auch fühlen und leben. Das heißt, du musst nicht zwingend im Sternzeichen Steinbock sein. Du kannst auch im Aszendenten oder im Mond- oder Venus-Steinbock-Platzierungen haben. Wichtig ist einfach, dass du diese Energie wirklich fühlst, dass du dich damit identifizieren kannst. Auch wichtig zu wissen ist, dass gewisse Botschaften sind vielleicht gar nicht für dich, sondern vielleicht für jemanden, der dir nahe steht, aus deinem Umfeld. Denk aber daran, nichtsdestotrotz, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jeder Steinbock, also jeder Mensch mit Steinbock-Energie hat das gleiche Leben, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, nimm nur das heraus, was zu dir gehört. Hör auf deine innere Stimme, sie sagt dir, was du hören sollst und was eben nicht. Alle Informationen zu persönlichen Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Unten findest du auch die Verlinkung zu meinem Instagram-Kanal. Dort werde ich vor allem auch ein bisschen zu astrologischen Themen oder zu aktuellen Energien ein bisschen Beiträge veröffentlichen. Unten findest du auch noch meinen Podcast. Dort werde ich ab nächstes Wochenende wieder eine Folge hochladen. Darfst du gerne vorbeischauen und mir auch da folgen, wenn du magst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Steinbock, dein April 2024, was ist wichtig für dich? Was solltest du hören? Was musst du vielleicht sogar wissen? Und hier kommt das Stopp. Schauen wir mal. Wir haben Mach dein Herz auf. Erlaube der Liebe, überall um dich herum zu erblühen und zu wachsen. Du hast eine sehr lange Zeit auf diese emotional erfüllende Erfahrung gewartet. Jetzt ist der Moment gekommen, triff deine Entscheidungen, indem du auf dein Herz hörst und dann die Schritte machst, zu denen du angeleitet wirst. Freude wird dich zu einem dynamischen und gesunden Leben führen. Die Karte möchte dir wirklich nochmals ein bisschen ans Herz legen. Treffe Entscheidungen aus dem Inneren. Nicht aus Angst, nicht aus Frustration, nicht aus Groll, nicht aus Wut oder aus Selbstzweifel, sondern aus dem Inneren. Und falls du dir schon länger Liebe wünschst, lass Liebe zu. Lass Liebe zu dir kommen. Entscheide dich für Liebe. Wenn du mehr aus dem Herzen her vielleicht eine spezielle Berufung oder Passion leben möchtest und du fühlst in dir drin, dass dein Beruf dich nicht erfüllt und dass du vielleicht mehr nach deiner Passion leben möchtest, jetzt egal, ob du weißt, was deine Passion ist oder nicht, dann entscheide dich dafür, dass du auf die Suche gehst. Aber mehr im Fühlen bleibst. Ich hoffe, du weißt, was ich meine, weil das gehört auch ein bisschen zur Lernaufgabe von Steinbock, dass sie nicht nur im Kopf sind, sondern auch die Balance finden. Weil dann ist ein Zeichen unschlagbar. Weil man sagt auch, Steinbock ist die Grenze zum Universum, also zum Übersinnlichen. Der Steinbock wahrt wirklich so ein bisschen diese Grenze auch. Schauen wir mal mit dem großen Arkana. Was ist dein Hauptthema? Was ist dein Hauptthema? Welches Hauptthema begleitet dich?
Welches Hauptthema? Steinbock. Der Stern, Wassermann-Energie. Wassermann-Energie, sehr, sehr starke Energie, auch Thema Visionen haben, Visionen leben, seine Einzigartigkeit akzeptieren, hinausbringen. Vielleicht auch Verbindung zu den Sternen, Thema Astrologie, Verbindung zum Universum. Weil die letzten Sternzeichen im Tierkreis sind sehr spirituell, obwohl man es vielleicht im ersten Moment vom Steinbock nicht denken würde, der ist aber auch spirituell, einfach auf seine Art halt. Und der Stern, es kann auch sein, dass du es mit einem Wassermann zu tun hast, was ein Wassermann-Thema ist, oder es geht generell auch um das Thema Freundschaften, Thema Gemeinschaften, deine Gemeinschaft finden, auch im Beruf, wenn du irgendein Hobby hast, eine Leidenschaft. Finde deine Gruppe. Finde deine Menschen um dich herum, die dich verstehen, die vielleicht das gleiche Hobby haben, die gleichen Themen, die gleiche Passion. Das sehe ich als Hauptthema ganz fest, auch deine Einzigartigkeit so ein bisschen aktivieren. Schauen wir mal, ja, hier eben Thema Herz. Also April, lieber Steinbock, da geht es um Herzensthemen. Einige werden auch die große Liebe finden, wenn sie es schaffen, ihr Herz zu öffnen. Zwillingenergie. Also wir haben hier Wassermann-Energie und Zwillingenergie ganz fest. Kann auch sein, mit Zwillingenergie das Thema Kommunikation noch auftauchen, aufkommen könnte, aber es geht vor allem um das Thema Herz. Auch im Beruf. Nicht mehr nach dem Ego-Leben oder nach Anerkennung betteln, sondern dir Anerkennung selbst geben können. Schauen wir mal, was ist denn dein Hindernis? Ich nehme auch wieder, das war jetzt ein japanisches Deck aus Japan. Jetzt nehme ich nochmals ein japanisches Deck. Was ist denn dein Hindernis? Was gilt es aufzulösen? Lieber Steinbock. Sieben der Schwerter, Selbstsabotage, ganz einfach, Selbstsabotage auflösen. Keine Hindernisse größer machen, obwohl sie gar nicht groß sind. Sich nicht auf Hindernisse fokussieren, sondern auf Lösungen. Also wirklich das Thema Selbstsabotage, wo suchst du Ausreden, damit du vielleicht etwas nicht tun musst, weil du, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, vielleicht ein bisschen Angst davor hast. Das passiert oft unbewusst. Auch Thema Ehrlichkeit. Bleib ehrlich zu dir selbst. Bleib dir selbst treu. Das heißt auch, hintergeh dich selbst nicht. Was heißt das ganz genau? Ich sehe das oft bei Themen wie Kompromisse oder bei Beziehungen zum Beispiel. Klar braucht es ab und zu Kompromisse, aber die Frage ist, was sind das für Kompromisse? Wenn das Kompromisse sind, um irgendein Thema gehen, die aus dem Herzen kommen, dort gibt es keinen Kompromiss. Du kannst deine Seelenessenz nicht umgehen. Was zu dir gehört, was deins ist, ist deins. Das kannst du nicht einfach zurechtbiegen. Also wirklich, das meine ich. Bei gewissen Themen gibt es keine Kompromisse. Wenn dir wirklich etwas am Herzen liegt, wenn etwas ein Teil deiner Identität ist, dort gibt es keinen Kompromiss. Solche Dinge. Also übergehe dich nicht, sondern bleib dir selbst treu. Bleib wirklich ehrlich zu dir. Weil wenn du dich anlügst, lügst du deine Mitmenschen auch an. Hier Ritter der Münzen, Thema vorwärts gehen. Vielleicht hast du das Gefühl, es geht zu langsam vorwärts oder zu schnell. Ich nehme auch ganz stark wahr das Thema Vertrauen könnte auch im Raum stehen. Vor allem, wenn du es mit jemandem zu tun hast, der dich vielleicht in der Vergangenheit betrogen hat. Kann auch gespiegelt sein. Vielleicht warst auch dujenige, wo vielleicht nicht hundertprozentig treu war, sage ich jetzt mal, natürlich nicht alle. Und du weißt, das war vielleicht nicht gleich die Glanzleistung von dir. Und du möchtest das gerne überwinden. Und ich sehe einfach diese Energie, obwohl
ich muss ganz ehrlich sagen, ein Steinbock ist ja bekannt für Loyalität im Licht gelebt. Aber jeder Mensch hat auch mal Schattenseiten, Schattenmomente, oder? Wo Licht ist, auch Schatten. Dann das Thema Betrug, Thema Vertrauen. Vielleicht wurdest auch du betrogen. Es geht um das Thema Vertrauen. Schauen wir mal. 7 der Schwerter, warum als Hindernis? Vielleicht geht es auch um das Thema Familie. Enttäuscht sein in der Beziehung oder bei der Familie. Ein bisschen eine Enttäuschung liegt da. Oder das Gefühl haben, ich muss jemand anders sein, um Anerkennung bei der Familie zu bekommen. Und das ist aber dein Hindernis, weil dann lebst du nicht deine Seelenessenz, dann lebst du für andere und nicht für deine Seelenaufgabe. Schauen wir mal, was kommt sonst noch im April, lieber Steinbock? Was musst du wissen? Solltest du hören, was ist wichtig? Wir haben 3 der Kelche. Justice, der Gehängte und 9 der Stäbe. Entschuldigt bitte. 9 der Stäbe, ich sehe hier auch eine leichte Zurückhaltung. Es kann sein, dass du im April ab und zu eine Zurückhaltung fühlst. Ein Zögern bei Entscheidungen. Ein Zögern bezüglich, vielleicht fühlst du etwas, aber du zögerst. Ist einfach eine Hemmung da. Ist ja auch, dass diese Hemmung dich so ein bisschen ins Schleudern bringen kann, dass du plötzlich nicht mehr weißt, wo oben und unten ist mit dem Gehängten. Ein bisschen Stagnationsenergie. Und das ist wahrscheinlich, weil du dir zu sehr den Kopf zerbrichst. Also hier wirklich das Thema Erdung ganz, ganz wichtig. Was ist dein Element, deine Stärke? Weil wenn ein Steinbock geerdet ist, der sieht alles. Also der sieht klar und Details, die andere nicht sehen. Steinbock kann über den Tellerrand schauen. Kann zwischen den Zeilen lesen, wenn er seine Essenz richtig lebt. Und darum Thema Erdung hier ganz wichtig, weil es scheint so, als würde ich etwas ein bisschen wie aus der Bahn werfen. Aber ich glaube, das ist mir das Zerdenken, habe ich irgendwie das Gefühl. Vielleicht geht es auch um eine Entscheidung, weil hier Justice, vielleicht zerbrichst du dir den Kopf darüber, ob du eine Verbindung auflösen sollst, Vertrag kündigen sollst, beruflich gesehen auch, ob du hier einen Cut machst oder vielleicht machst du dir Sorgen, dass man dir die Kündigung gibt. Ich habe hier wirklich das Gefühl, es geht um das Thema sich Sorgen machen oder eine Entscheidung umgehen wollen oder Angst, dass jemand für dich entscheidet, dass jemand sich vielleicht von dir trennt oder eben einen Vertrag auflösen möchte, weil hier mit Justice sehe ich einfach ein Ungleichgewicht und wahrscheinlich fühlst du das. Du fühlst dieses Ungleichgewicht, du fühlst, dass was passieren muss und dann hast du vielleicht so ein bisschen Kopfzerbrechen. Kann eventuell sein, dass es um Dreiecksgeschichten geht, muss nicht. Vielleicht ist es auch aus der Vergangenheit und dass du weißt, dass diese Dreiecksgeschichte beendet werden soll, falls es dein Thema ist. Kann aber auch sein, dass dein Gegenüber, dass da noch eine Drittperson involviert ist, muss aber nicht, also jetzt nicht Teufel an die Wand malen. Ganz, ganz wichtig, denk dran, fühl in dich hinein, du fühlst, welche Botschaft für dich ist. Ich habe einfach das Gefühl, hier geht es um eine Drittenergie, ist wie zu viel. Die Drittenergie muss keine Person sein. Das kann eine Aufgabe sein. Vielleicht bist du selbstständig und etwas ist zu viel. Vielleicht hat auch etwas ein bisschen ausgedient. Das können Gewohnheiten sein, Glaubenssätze oder irgendetwas aus deinem Alltag. Also auch das Thema Finanzen. Das scheint so, als wäre etwas zu viel. Das macht ein bisschen Druck. Und das führt zum Ungleichgewicht. Und hier könnte eben eine Entscheidung kommen, und du fühlst, dass es jetzt bald an der Zeit ist, dass du etwas auflösen musst, um das Gleichgewicht zu bekommen. Und vielleicht geht es dir zu schnell, oder? Vielleicht geht es auch deinem Gegenüber zu schnell. Du möchtest dich noch nicht entscheiden. Der Tod, Skorpion-Energie, ich bekomme auch gleich rein, falls du es mit mehreren Personen zu tun hattest, vielleicht Thema Verführung, Versuchung, muss aber nicht sein. Hier geht es um das Thema Wachstum.
Es ist Zeit, ein Kapitel abzuschließen und ein neues zu starten in deinem Leben, entweder zu zweit oder alleine. Aber so ein bisschen diese Wiedergeburt-Energie, aber da ist eben eine Hemmung, ein bisschen Angst haben, sich da fallen zu lassen und sich hier auch ein bisschen Druck machen. Vielleicht hast du das Gefühl, du arbeitest zu wenig, du musst mehr geben, mehr investieren. Vor allem, wenn du etwas am Aufbauen bist, weil hier haben wir ja die Visionskarte, wenn du deine Vision erfüllen musst, hast du vielleicht das Gefühl, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr und dann siehst du plötzlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also hier ein bisschen erden, ein bisschen Eingang runterschalten, dann läuft es von alleine. Justice. Ja, sind wir bei Entscheidung. Hier kommt ein Hin und Her zu etwas. Vielleicht fragst du dich, ob du mit jemandem einen Neuanfang starten solltest oder eben nicht. Und falls da eine Dreiecksgeschichte war, ob das wieder aufgelebt werden soll oder eben nicht, ist einfach so ein bisschen diese Drittenergie, ob da ein Neustart kommt. Kann auch beruflich etwas sein. Vielleicht hast du etwas zur Seite gelegt und überlegst, ob du es wieder hervorholen sollst. Einfach Acht geben, dass du nicht aus Panik etwas machst oder aus Frust oder aus, weil du irgendwo eine Fülle suchst, aber es ist eher das Ego-Prinzip oder die Fülle von außen. Da ein bisschen Acht geben. Ich sehe auch die Suche nach... ist die Suche? Nein, es ist Ass der Münzen. Aber da ist fünfter Schwerter. Kann auch sein, dass eine dritte Energie nicht möchte, dass du das Ass der Münzen erreichst. Sei das durch Manipulation oder durch nicht loslassen oder energetisch gesehen, nicht freigeben. Oder auch beruflich gesehen, dass jemand dich wieder daran hindern möchte, aufzusteigen. Da musst du ein bisschen Acht geben, wem du was erzählst. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, Steinbock? April. 10. Stäbe. Vielleicht möchtest du 10. Münzen erreichen, aber du musst zuerst 10. Stäbe überwinden. Egal, was dein Thema ist, lieber Steinbock, du musst nicht von heute auf morgen das Problem gelöst haben. Stück für Stück, Schritt für Schritt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Lass dir auch Zeit. Lass dich nicht stressen. Geh dein Tempo. Verliere dich aber nicht in Gedanken, sondern lass Ballast los. Und ganz wichtig, 10. Stäbe kommt auch oft, wenn es gar nicht deine Probleme sind. Vielleicht hast du Probleme von anderen angenommen und zu deinen gemacht. Da ein bisschen aufpassen. Was liegt im Schatten? Was ist dir nicht bewusst? Was siehst du nicht? Solltest du aber sehen? Oh, Königin der Kelche, Wasserenergie. Hier könnte ein Wasserzeichen-Thema sein oder auch das Thema Gefühle. Intuition, dass du vielleicht eine stärkere Intuition hast, als du dir zutraust. Dass du vielleicht auch mehr aus dem Gefühl her, aus deiner Bauchstimme her Entscheidungen treffen sollst. Hör wirklich mehr auf dein Inneres. Ich glaube, das unterschätzt du. Ich glaube, das unterschätzt du und schenkst du nicht so sehr Beachtung. Wahrscheinlich sehr logikorientiert bist du. Da ein bisschen was stärkere intuitive Kraft oder da sind stärkere Gefühle im Spiel, als du denkst. Ja, mein lieber Steinbock, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.